Glücklich waren heute auch andere Fans, die gleich selbst auf die Bühne wollten. Aber erstmal ging's in den Ballettsaal des Friedrichstadtpalastes zum Vortanzen. Das größte Jugendensemble Europas sucht neue Talente und Revue-Stars von morgen. Der Aufruf auch diesmal wieder ein echter Selbstläufer. Warm tanzen, bevor es losgeht. Rund 120 Kinder sind mit ihren Eltern in den Friedrichstadtpalast gekommen. Heute findet hier ein Casting statt. Wer besteht, kommt in den WeCall. Am Ende steht die Aufnahme in das junge Ensemble. Das hat Amy schon oft bewundert. Mit ihrer Klasse saß die 7-Jährige bisher im Zuschauerraum. Jetzt will sie auf die Bühne. Das wäre dann ja halt cool, wenn ich dann da mitmachen darf, dass dann die Schule dann kommt und dass sie dann halt sieht. Dann habe ich, glaube ich, richtig viele Fans in meiner Schule. Dafür hat Amy zu Hause schon fleißig geübt. Jährlich bewerben sich hunderte Kids für das junge Ensemble. Aktuell werden 30 neue Mitglieder gesucht. Amy sieht gute Chancen für sich. Ich glaube, dass ich das Zeug habe, weil ich richtig gut tanzen kann und weil ich einfach das Zeug dazu habe. Und so zu Hause. Hallo, hören Sie mich alle auch im hinteren Bereich? Keine Zeit mehr für Fragen, es geht los. Amy gehört zur ersten Gruppe, die gecastet wird. Papa muss im Foyer bleiben und warten. Für Amy und ihre Mitbewerber geht es jetzt in den Ballettsaal. Oh, wie groß ist das? Die Hände sind hinterm Kopf, ja? Die Ellenbogen sind raus. Schwierige Tanzschritte oder Kombinationen spielen hier jetzt keine große Rolle. Es geht in erster Linie um Rhythmusgefühl und Beweglichkeit. Vor allem aber auch die Dehnbarkeit der Kinder wird ganz genau unter die Lupe genommen. Also wir machen jetzt so eine Dehnübung, ne? Und wenn man das gut macht, dann bekommt man, glaube ich, auf so einem Zettel so ein Häkchen oder so. Ah, also da kommt es jetzt drauf an. Mhm. Ist auch gleich bei dir, ne? Ja. Also nur noch zwei Reihen. Und dann bin ich dran. Amy weiß genau, wie der Hase läuft. Aber ist sie auch gut genug? Und jetzt. Ja, hab ich gehört. Eins. Ja. Und? Gut, ich glaube, das war gut. Ja. Eins haben sie gesagt, ne? Das ist gut wahrscheinlich. Ja. Es geht in die Abschlussrunde. Amy gibt nochmal alles und dann kommt das Auswahlverfahren. Wer sitzen bleiben darf, hat es in den Recall geschafft. Ja, also, fantastico. Fantastico. Das ist ja unglaublich. 19? Ja, 19. Auch. Und 13. 10 Würfel. Ist die Nummer wieder weggedreht? Ich hab's geschafft. Yay. Was haben Sie denn gesagt? Also, dass ich hier bleiben kann. Dass ich hier bleiben darf und fantastico. Geschafft. Für Amy geht es in den Recall. Die nächste Hürde, um am Ende auf der Bühne zu stehen.